Zugekommen und meinte, ob sie sich nicht einbringen könnte mit einer Vernissage zum Thema Licht und Farbe und der Vorstellung ihres wunderbaren neuen Kalender 2014. Und da haben wir natürlich gesagt, es ist uns eine große Freude, das in dieser Kombination heute bei uns präsentieren zu dürfen. Was ich sagen möchte ist, ich bin jetzt seit einem Jahr im Amt. Für mich ist es ganz wichtig, dass sich bei uns in Velios etwas tut. In Velios soll immer etwas los sein. Wir öffnen jetzt am Wochenende unsere Weihnachtstechnikwelt. Da spielt Technik eine große Rolle. Heute spielt Kunst eine große Rolle. In diesem Sinne freut es mich sehr, dass Sie alle hier sind. Und darf jetzt den Herrn Bürgermeister bitten, dementsprechend ein paar Worte zu sagen. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Gäste der Frau Kürner. Sie alle sind Fans der Frau Kürner, denke ich mir. Sie kennen sie schon einige Zeit und manche von Ihnen waren wahrscheinlich auch schon mit ihr auf Reisen. Und ich denke mir, sie ist wirklich eine Künstlerin in unserer Stadt, die den Namen wahrhaft verdient. Und wir freuen uns, dass sie jedes Jahr in etwa zu dieser Zeit eine für Sie eine Jahresausstellung noch machen. Danke, alles Gute und ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg, dass Sie viele Bilder weiterbringen, an Mann, an Frau bringen. Und danke, dass Sie Velios als Wort genommen haben. Also, ich möchte mich beim Herrn Holt herzlich bedanken, für das als Gastgeber fungiert. Natürlich auch beim Herrn Bürgermeister und bei allen, die den Weg zu mir gefunden haben, zu meiner Kalenderausstellung. Ich habe mir natürlich Gedanken zur Licht und Farbe gemacht. Und ich habe in dieser Ausstellung und in dieser Kalenderpräsentation nicht nur die Bilder für die 12 Monate, sondern ich habe auch meine Gedanken eingebracht in einen Film, der circa 18 Minuten dauert, wo wir am Anfang ein bisschen was über Licht und Farbe sehen und anschließend auf besondere Weise wird der Kalender vorgestellt. Warum der Jänner heißt, warum der Februar so heißt. Und ganz zum Schluss haben Sie natürlich die Möglichkeit, diesen Kalender zu kaufen. Und noch eine besondere Installation habe ich. Sie sehen da so ein Schachtellager. Das ist mir irgendwann um 5 in der Früh eingefallen, dass ich das so machen kann. Wunderschöne Bilder, vorne mit Licht beleuchtet, aber es ist sofort ein anderes Bild, wenn es von hinten beleuchtet wird. Und anschließend ist der Film frei für meine Produktion und ich hoffe, es wird Ihnen gefallen. Und vorweg möchte ich auch sagen, wer Interesse hat an diesem Video, was wir da haben, also Blu-ray, die modernste Technik, dann dank meinem Kameramann Helmut, eine
kurz kennengelernt habe, das war eine Aktion, drei Monatkind, das früh ausgewachsen auf die Welt gekommen ist. So, am Freitag haben wir begonnen, am Montag haben wir es dann vertont, weil mein Sohn gesagt hat, kannst du es ja vertonen auch. Dann haben wir am Montag bis 24 Uhr Ton, im Tonstudio war ich natürlich zigmal versprochen, aber einen kleinen Satz habe ich auslassen, aber wir haben die Technik, dass man den Film stehen lassen kann, dass ich dazu was sagen kann. So, bitte Licht aus. Schönes Weintraubenbild und da stehen die Farben, die ich dazu verwendet habe. Ich habe ein Blatt Papier. Zutaten für dieses Weintraubenbild sind ein ganz dunkler Zweigent, ein noch dunklerer Wein vom Palazzo Massini aus der Toskana, ein Balsamica Modena und Curry, das ich aufgelöst habe und damit die Blätter gemalt habe. Und so ist dieses Bild entstanden und Sie können sich nachher überzeugen, wenn man zugeht, der Körling riecht natürlich voll heraus und ich hoffe, es wird lange das Licht beibehalten. Ich habe schon in der Toskana mit Licht, mit Wein bemalt und es ist jetzt überall wahr aus und es hat immer noch die Farbenkraft wie vorher. So, beides sehr wichtige Faktoren, nicht nur in meinem Leben, sondern auch in unserem immer farbloser werdenden Alltag. Des Endes dem Janus gewidmet. Die Produktion gefallen, die in meinem Kopf entstanden ist und die habe so gut wie möglich am Tag der Hilfe eines Profis in der Richtung umsetzen können. Ihr habt es im Kalender gesehen und jetzt könnt ihr schauen, es gibt einen Kalender zu kaufen. 18 kostet der kleine, 28 der große, ist auch mein Buch da, das ich in zweiter Auflage herausgegeben habe, Wels und der Rest der Welt, mit Geschichten, die ich selber geschrieben habe zu Bildern. Ja, und dann haben wir draußen ein bisschen Imbiss und was zum Trinken vorbereitet und ich kann dann nur sagen, das Buffet ist eröffnet. Ich hoffe, wir haben dann alles richtig hinter uns. Noch einmal recht einen herzlichen Dank. Bei allen, die gekommen sind, wir haben auch gerade jetzt trotz des schlechten Wetters den weiten Weg hergenommen haben. Und ich möchte mich bei allen Stadtoberhäupten und bei den Vertretern des Magistrats der Stadt Wels nochmal recht herzlich bedanken für Ihr Kommen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke.